und herzlich willkommen zu Folge 70 des Physible Podcast. Wir freuen uns wie immer sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge sprechen wir mit Professor Dr. Rolf Detlef Trede über ein weiteres wichtiges Thema in den Neurowissenschaften von Schmerzen, und zwar das Thema zentrale Sensibilisierung. Zentrale Sensibilisierung beschreibt einen Vorgang im zentralen Nervensystem, durch den die Schmerzwahrnehmung verstärkt werden kann und normalerweise nicht schmerzhafte Reize auch Schmerzen auslösen können. Und Professor Trede hat sich mit diesem Thema lange wissenschaftlich auseinandergesetzt und er nimmt uns in dieser Folge mit in die Tiefen der Neurowissenschaft und wie das Wissen über zentrale Sensibilisierung unsere Praxis informieren kann. Neben seiner Rolle als Wissenschaftler ist Professor Trede außerdem aktueller Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V., die den meisten von euch wahrscheinlich als AWMF bekannt ist. Wir haben daher in dieser Folge unter anderem auch über die Rolle von Leitlinien und die Arbeit der AWMF gesprochen. Also wie immer eine sehr relevante Folge auch für uns als Physios. Und bevor es losgeht, noch kurz etwas Werbung in eigener Sache. Unsere Arbeit hier im Podcast wird maßgeblich durch unsere Online-Kurse und Fortbildungen finanziert. Wenn ihr also mehr über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse im Kontext der Physiotherapie lernen möchtet, schaut gerne mal in unseren aktuellen Kurs zum Thema Kreuzbandrehabilitation rein. Soweit, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich freue mich sehr auf den spannenden Gast und wünsche euch wie immer eine erkenntnisreiche Zeit hier im Podcast. Mit Professor Dr. Rolf Detlef Trede zum Thema der zentralen Sensibilisierung. Alright, dann hallo an alle zusammen. Hallo Herr Professor Trede, herzlich willkommen im Physible Podcast. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, guten Tag, Herr Reiter. Grüß dich auch, Noack. Moin. Wie geht's dir? Bin wieder unter den Lebenden langsam. Ja, das ist sehr, das ist sehr schön zu hören. Bitte? Wie war es in Schweden? Ja, schön wie immer. Wir haben eine spannende Wanderung gemacht durch an einem See entlang, wo Alfred Nobel früher seine Fabrik gehabt hat. Das war spannend, das mal zu beobachten. Der vom Nobelpreis, wem der Name jetzt noch nichts gesagt hat. Das war sehr spannend, sehr schön. Und jetzt bin ich wieder zurück in Berlin und freue mich wieder in die Arbeit einzusteigen. Worauf freust du dich bei dem Thema heute? Ich glaube, wir haben das Thema schon immer mal wieder angesprochen. Ich glaube, das ist einfach ein sehr zentrales Thema, gerade in dieser ganzen Schmerzforschung. Und das wird auch häufiger missverstanden. Das wird dann halt sehr schnell klinisch irgendwie angewandt. Und ich glaube, da mal Ordnung reinzubringen für alle ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ja, da freuen wir uns sehr drauf. Wir wollen über zentrale Sensibilisierung sprechen. Herr Professor Trede, wollen Sie sich zu Beginn, bevor wir da in die Tiefe einsteigen, einmal für unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen vorstellen? Ja, Herr Reiter, das tue ich gerne. Rolf Detlef Trede. Ich bin aktuell Präsident der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fachgesellschaften in Deutschland. Ich bin ansonsten pensionierter Professor für Neurophysiologie der Universität Heidelberg. Und ich war als Physiologe eigentlich immer translational aktiv. Deswegen freut mich dieser Dialog zwischen Herrn Reiter und Herrn Noack, dass Sie sozusagen die wissenschaftliche Seite und die klinische Seite sehen wollen. Denn in meiner Laufbahn habe ich mich eigentlich immer, obwohl ich als Physiologe eher ja zur Grundlagenforschung gehöre, mit der Translation beschäftigt. Vielleicht kurz zum Werdegang. Ich habe in Hamburg Medizin studiert. Weil das zu langweilig war, habe ich dann noch ein Vordiplom Informatik nebenher gemacht und habe mich dann aber für die Physiologie entschieden, weil ich dort meine Doktorarbeit angefangen hatte bei Herrn Professor Burkhard Bromm, der damals neu in die Schmerzforschung einstieg. Er kam von den Kanälen und wollte es etwas angewandter haben. Und als habilitierter Physiologe habe ich immer mit Klinikern zusammengearbeitet, sehr viel Anästhesisten, Neurologen, Neurochirurgen. In letzter Zeit auch so Richtung Handchirurgie und Orthopädie und solche Dinge. Und ich war dann in Hamburg eine Zeit lang, dann bei Johns Hopkins, später an Uni Mainz und zum Schluss an der Universität Heidelberg. Und habe da, wie gesagt, immer eigentlich Forschung am Menschen und Forschung an einfachen Systemen getrieben. Und seit 20 Jahren bin ich rekrutiert worden in die Wissenschaftspolitik. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum Sie mich jetzt hier haben. Ja, genau. Also wir wollen ja so ein bisschen über beide Themen vielleicht noch sprechen. Sie haben schon die AWMF kurz genannt. Wollen Sie vielleicht darauf kurz eingehen, was das ist und warum das vielleicht auch für PhysiotherapeutInnen interessant ist?
Ja, es ist insofern interessant, als die AWMF ursprünglich mal gegründet wurde im Kontext mit Facharztweiterbildung bei den Ärztinnen und Ärzten und dem Aufkommen vom Prüfungswesen dort, hat sich lange Zeit als vorwiegend ärztlichen wissenschaftlichen Dachverband verstanden, was aber seit 10, 15 Jahren längst nicht mehr der Fall ist. Wir hatten schon seit langer Zeit Mitgliedsgesellschaften, also unsere Mitglieder sind inzwischen 183, sind alles wissenschaftliche Fachgesellschaften im Bereich des Gesundheitswesens und die Anzahl der ärztlichen Mitglieder ist kein Kriterium. Wir haben viele Fachgesellschaften, die haben überwiegend Psychologinnen als Mitglieder. Wir haben wissenschaftliche Hebammengesellschaft und wir sind auch im Gespräch mit Ihrer Profession. Und ich persönlich aus dem Kontext der klinischen Versorgung von Patienten mit akutem, aber auch vor allem chronischen Schmerz, finde ich es, glaube ich, sehr gut, wenn wir Sie da auch in unseren Kreis aufnehmen. Ich habe auch tatsächlich mit einigen akademischen Physiotherapeuten schon zusammengearbeitet. Deine Ausbildung war damals entweder, ich glaube, das war überwiegend in Australien, aber auch in Großbritannien, aber inzwischen gibt es das natürlich auch hier. Insofern ist das so, dass wir für die Wissenschaftlichkeit der Medizin eintreten. Und Medizin heißt eben halt Gesundheitsversorgung interprofessionell. Und ein wichtiges Thema, dafür sind wir auch bekannt, sind die Leitlinien. Für die Leitlinien haben wir bestimmte Mechanismen entwickelt, wie man Konsensfindung moderiert und dann in den Leitlinien eben halt den Konsens nach außen trägt, aber auch offen macht, wenn kein Konsens da ist. Und diese Technik wenden wir auch auf andere Themen an. Aktuell geht es gerade um die ärztliche Ausbildungsordnung, die für diesmal einen Masterplan 2020 gab, der hinter verschlossenen Türen durch ein paar Leute ausgehandelt wurde und aus Einschätzung unserer Mitglieder eigentlich jetzt in eine Sackgasse geführt hat. Und dadurch haben wir uns in letzter Zeit gerade etwas hervorgehoben, weil wir sagten, die beste Reform des Medizinstudiums ist, wenn man die Reform der Approbationsordnung aus der Sackgasse rausführt und die erstmal vergisst und jetzt wirklich das Studium reformiert, und haben mit Freude festgestellt, dass das sehr gut möglich ist, dass da viele Dinge möglich sind, die man in den letzten 10 Jahren angedacht hat, ohne dass man jetzt eine neue Verordnung braucht, über die sich Bund und Länder nicht einigen können. Aber das ist jetzt ein Bereich etwas außerhalb Ihres Tätigkeitsfeldes. Wo da die Konfliktlinien liegen bei der Physiotherapie, ist mir tatsächlich nicht bekannt. Bei der Psychologie weiß ich das besser. Auch aus Gesprächen tatsächlich neulich in der Bahn mit Absolventinnen des Studiengangs, die gerade am Übergang zwischen alter Studienordnung und der neuen Studienordnung mit den klinischen Psychologen stehen. Also Sie merken, ein bisschen informiert bin ich über verschiedene Dinge, aber ich bin natürlich von meiner Tätigkeit und Ausbildung hier Physiologe mit Schwerpunkt auf Physiologie des Menschen. Können Sie diese Konsensfindung für die Leitlinien ein bisschen erläutern, wie das abläuft? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist sehr wichtig. Das ist ein Prinzip, also wir brauchen Evidenz und Konsens der Betroffenen. Eins von beiden reicht nicht aus. Und das ist die Balance aus beiden hängt ein bisschen davon ab, wie weit die Wissenschaft gerade ist. In manchen Feldern schafft man es nicht über den Konsens hinaus, aber typischerweise haben wir Evidenz. Das sind eben halt Beobachtungen, die man gemacht hat. Klinische Beobachtungen letztlich, weil es ja klinische Leitlinien sind. Was funktioniert, was funktioniert nicht und auch für welche Patienten muss man eher die eine und eher die andere Behandlung anbieten. Und dafür werden eben halt spezifische Fragen formuliert. Und dann versucht man, für die Fragen Antworten aus der publizierten Evidenz zu finden. Aber das ist kein Automatismus. Das kann man niemals irgendeiner künstlichen Intelligenz überlassen. Die kann auch meinetwegen Dinge vorbereiten, sondern man braucht dann eine Einschätzung von Expertinnen und Experten. Und da ist es ganz wichtig, das kann niemals ein Fach, eine Disziplin oder so etwas alleine. Es gibt, wenn man patientenzentriert rangeht, eigentlich immer mehrere Fächer und auch typischerweise mehrere Professionen, die letztlich beteiligt sind. Und die haben unterschiedliche Blickwinkel. Und das Wesen des Konsenses ist jetzt, dass man schaut, wie man eine qualifizierte Mehrheit bekommt. Also nicht wie beim Brexit 50,5%, sondern so typischerweise 80% da die Schwelle, die man nimmt für den Delphi-Konsens. Und dann kommen als Empfehlung eben halt heraus, dass man sagt, hierzu gibt es entweder viel oder wenig Evidenz. Und jetzt gibt es eine Empfehlung, die basiert auf
wenig oder starken Konsens. Und das ist dann für die Abnehmer dieser Empfehlung sehr wertvoll. Wenn man sieht, wenig Evidenz, mittlerer Konsens, dann ist man sehr gespannt drauf, was in 5 Jahren sich da vielleicht getan hat. Man könnte vielleicht auch eigene Forschungsprojekte oder als Forschungsförderer dann auch die Förderung von solchen Projekten an den Wissenslücken ein bisschen orientieren. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass wir niemals so tun, als gäbe es 100% Konsens, wenn das nicht der Fall ist. Und jetzt zum Thema Wissenschaftspolitik. Seit vielen Jahren, also jetzt offiziell auch zweite Legislaturperiode, wo wir es gemacht haben, haben wir auch Forderungen an die allgemeine Politik gestellt oder Empfehlungen, Vorstellungen formuliert. Und wir sind dabei, jetzt diesen Mechanismus dort auch hineinzutragen. Und einige der Akteure haben das schon zu schätzen gelernt, dass sie wissen, aha, sie bekommen von uns tatsächlich so einen Überblick aus einem bestimmten Sektor, der jetzt nicht durch Partikularinteressen verfälscht ist. Ja, jedes unserer Mitglieder, ich bin Mitglied der Schmerzgesellschaft, der klinischen Neurophysiologie und der Physiologen, also in jeder dieser Funktionen hätte ich eine gewisse Bias. Und aber wenn wir das als AWMF zusammentragen, ist das so biasarm, wie man es eben halt hinbekommen kann. Und wir machen auch Interessenkonflikte publik und zeigen auch immer, wie die gemanagt werden. Nämlich, dass da, wo ein starker Konflikt zwischen primären und sekundären Interessen da ist, dass man sich dann definitiv nie an Abstimmungen beteiligt, manchmal aber durchaus noch ein bisschen Input geben darf. Also da gibt es bestimmte Regeln, die wir haben. Die kommen aus den Leitlinien, kann man auch sehr, sehr gut in anderen Feldern einsetzen. Und wie finanziert sich die AWMF, wenn es dann unabhängig von allen anderen funktionieren muss? Aus Mitgliedsbeiträgen und über Drittmittel. Drittmittel heißt öffentliche Drittmittel. Und das heißt, unsere Mitglieder zahlen pro Mitglied. Ja, das ist nicht viel, das haben wir jetzt gerade erhöht auf 3,50 Euro. Das heißt, wenn Ihr Verband eintritt, dann pro Mitglied Ihres Verbandes, wenn das sehr viele sind, mal 3,50 oder sonst, wenn es wenige sind, immer halt entsprechend weniger. Und dann ist es so, dass speziell im Bereich der Leitlinien über den Innovationsfonds jetzt ja auch Projekte gefördert werden. Es werden Gutachten eingeholt für die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln. Und das ist inzwischen so weit, dass aus öffentlichen Mitteln, das sind also entweder Steuermittel oder eben halt auch Kassenbeiträge, dann auch eine Teilförderung da ist. Und damit können wir die Moderationsfunktion dann auch ein bisschen mit gegenfinanzieren. Moderationsfunktion macht vor allen Dingen bei uns ein Institut, was wir gegründet hatten, auch schon vor vielen Jahren. In Marburg ist das beheimatet mit Frau Kopp als Leiterin und Frau Notacker als Stellvertreterin, Institut für medizinisches Wissensmanagement. Und die machen nicht die Inhalte. Wir sind nie diejenigen, die Inhalte machen, sondern wir moderieren, und das ist diese Prozessqualität, die wir als Dachverband da einbringen können. Aktuell gibt es ja unter anderem eine Förderung aus dem gemeinsamen Bundesausschuss, ja, ja, auch genau, und dem Projekt Dissolve-I, wo es um so die Digitalisierung von Leitlinien geht. Mhm. Ich finde den Namen da ja ganz spannend, so ein vertrauenswürdiges Evidenzökosystem. Möchten Sie da vielleicht mal erzählen, was das ist? Woher der Name kommt, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber es ist in der Tat so, dass dies tatsächlich mal ein Projekt ist, wo die AWMF federführend ist, zusammen eigentlich mit anderen Akteuren, die die Digitalisierung der Leitlinien programmieren nicht unsere Mitarbeiterinnen, sondern das machen andere Leute dann. Und das Ganze hat auch eine lange Vorgeschichte. Es gab vorher mal eine BDF-Förderung auch für die Vorarbeiten, und wir haben auch versucht, die politische Öffentlichkeit zu informieren über die Vorteile des Ganzen. Also ein langer Prozess und auch letztlich aus den Mitgliedsbeiträgen sehr viel Vorfinanzierung, dass wir einfach bestimmte Dinge schon mal gemacht haben. Nämlich in einem Bereich für die onkologischen Leitlinien haben wir tatsächlich maschinenlesbare Leitlinien schon. Das denken wir ist dann auch die Zukunft. Die Idee ist letztlich die, dass dann das Leitlinienwissen besser verfügbar wird für die therapeutisch tätigen Menschen, dass die über irgendeine App dann schnell mal was nachgucken können. Das ist der eine Punkt. Ein anderer Punkt, der ist jetzt hier bei Dissolve-I nicht drin, ist aber auch, dass wir die Datenbasis für die Evidenz auch ein bisschen verbreitern wollen. Also wir wünschen uns qualitativ hochwertige Daten. Jetzt gibt es aber ein
kleines Problem, so ein bisschen wie die Heisenbergsche Unschärferelation. Also man weiß, was das ist, weiß man nicht, wo es ist. Und umgekehrt, und hier ist es so, wenn jetzt formal ein Datensatz extrem gut erhoben ist, dann ist der typischerweise nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Also ein typisches Beispiel, die Ein- und Ausschlusskriterien für klinische Studien sind so, man muss eigentlich kerngesund sein, bis auf eine klitzekleine Krankheit, um in die Studien zu kommen. Und der typische Mensch ist dann doch auch etwas älter und hat mehr als eine Krankheit. Und man muss dann in der allgemeinen Medizin, hausärztlichen Tätigkeit, bei allen Fachärzten, bei den Physiotherapeuten eben halt auch viele Dinge berücksichtigen. Ja, und selbst bei einem ganz wichtigen Thema wie dem Rückenschmerz, man kann nicht nur so tun, als sei der Schmerz in dem Bereich immer nur vom Rücken, sondern die Nieren sind auch nicht weit und dein Ausstrahlungsmuster in die Beine sind sehr, sehr kompliziert, je nachdem, wie die Mechanismen sind, aber leider überlappt sich das phänomenologisch und es gibt berühmte Schmerzforscher, deren eigenes Hüftproblem wurde fehldiagnostiziert über viele, viele Jahre und die haben tatsächlich dann auch profitiert von einem Hüftgelenkersatz. Aber es gilt nicht für alle Menschen. Also, sehr komplizierter Punkt. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Plaudern komme. Aber Sie können das gerne bremsen. Ich glaube, genau dafür sind wir hier, aber vielleicht können wir dann direkt schon mal die Perspektive noch mal ein bisschen anders ausrichten. Sind jetzt schon auf den Schmerz eingegangen. Als ja. Forscher war das ja auch so Ihr oder ist ja auch so Ihr Steckenpferd, auf das Sie sich so konzentrieren. Wie kam denn das Interesse für diesen Bereich da bei Ihnen? Das kam letztlich durch meine Dissertation. Das war in der Abteilung für Sinnesphysiologie und ursprünglich hatte ich mal unterstützend gearbeitet für den Elektrorezeptor von Fischen, mit denen Fische einerseits navigieren und andererseits versteckte Beute finden. Fand ich sehr interessant. Auch die Ionenkanäle, die beteiligt sind, fand ich interessant. Und mein Chef hat dann gesagt, Schmerzforschung ist noch interessanter. Und dann war ich schon als Student einmal beim Internationalen Physiologenkongress in Paris und fand total faszinierend, dass man die Autoren von Papern, die ich nun gerade mühsam gefunden hatte, dann bei einem Poster ansprechen kann und mit denen sich unterhalten kann. Ja, das war das eine. Und dann etwas später, als ich meine eigenen Daten hatte, war ich beim Internationalen Schmerzkongress zuerst und fand es sehr faszinierend, dass in diesem Gebiet, und jetzt komme ich zur Antwort auf Ihre Frage, damals schon 1978 Interdisziplinarität und Interprofessionalität gelebt war. Es gab da Grundlagenforscher, es gab da Psychologinnen, es gab mit Sicherheit auch Physiotherapeuten und es war eine extrem lebhafte Atmosphäre. Und das gefällt mir sehr an der Internationalen Schmerzgesellschaft IASP und ich bin dann auch ziemlich schnell eingetreten. Und inzwischen ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich dann im Endeffekt Präsident war dieser Gesellschaft. Inzwischen vertrete ich die Gesellschaft bei der Weltgesundheitsorganisation. Und das hat was zu tun mit Interdisziplinarität, Interprofessionalität. Ich denke gern über viele verschiedene Dinge nach. Und wenn ich dann Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner habe, die auf dem Gebiet arbeitet, dann kommen sehr schnell eben halt Arbeiten zustande in verschiedensten Bereichen. Und ich befürchte, ich glaube, ich habe nur eine Publikation mit einem Physiotherapeuten zusammen. Wir hatten eine zweite in der Pipeline und ich glaube, eine andere Physiotherapeutin ist bei so multizentrischen Studien auch mit dabei gewesen. Also, ja. Ja, das ist die Faszination des Themas Schmerz. Und letztlich, wenn wir jetzt uns fragen, ist das Thema in der Bevölkerung und im Wissenschaftsbetrieb anerkannt, dann muss man sagen, nein. Und das ist ein sehr seltsamer Widerspruch, den man vielleicht auch mal erklären muss. Wenn ich mit irgendjemandem über das Thema Schmerz spreche, sagen immer alle, oh ja, ganz, ganz wichtig. Wenn man sich den anschaut, haben wir in Deutschland einen nationalen Aktionsplan gegen den Schmerz? Nein. Die Schmerzgesellschaft hat das vor 14 Jahren gefordert. Ja? Haben wir in Europa so einen Plan? Nein. Haben andere Länder solche Pläne? Ja. Stehen die viel besser da als wir? Und eine Erklärung, die ich dafür habe, ist die, es ist so selbstverständlich, dass das Thema wichtig ist, dass jeder glaubt, die anderen machen das schon. Keiner fühlt sich aufgefordert, etwas zu tun. Ja.
Das ist so ein bisschen so wie die schweigende Mehrheit auch in der Politik, die Nichtwähler in der Politik und so. Das ist aber in der Politik zum Glück, bei uns sind die Nichtwähler ja eine Minderheit, aber ich habe das Gefühl, die Nicht-Akteure bezogen auf den Schmerz, sind leider die schweigende Mehrheit und das sollte man dringend ändern. Ja, dann können wir vielleicht schon direkt zu unserem Hauptthema kommen. Oder Noak, hast du schon noch eine Nachfrage so zu unserer Einleitung? Ich hätte noch eine Frage zu den Leitlinien. Wie ist denn die Verwendung durch die KlinikerInnen gedacht von diesen Leitlinien? Also, sie entwerfen die, sie machen da ihren Konsensprozess. Was soll ich denn als Kliniker damit anfangen? Also, wie nutze ich das optimal? Was wird Ein wichtiger Punkt ist, das sind keine Richtlinien. Es gibt von der Bundesärztekammer zu ganz, ganz wenigen Themen Richtlinien, an die man sich halten muss. Leitlinien liefern einen Korridor, einen Entscheidungsspielraum. Und der Entscheidungsspielraum ist immer bezogen auf die Patientin, den Patienten dann auszunutzen. Der würde Sie als Physiotherapeuten dann informieren zu einem bestimmten, nehmen wir mal den chronischen primären Rückenschmerz, wie das jetzt heißt. Nicht? Dazu gibt es schon lange nationale Versorgungsleitlinien, die hießen auch chronischer nicht spezifischer Kreuzschmerz. Und das ist eben halt der Kreuzschmerz, wo man nicht ein operierbares Korrelat dazu hat. Und tatsächlich ist es in Deutschland so, dass wenn jemand Rückenschmerz hat, wir erstmal davon ausgehen, dass der so ein primärer Rückenschmerz ist und nicht sekundär basierend auf Veränderungen. Denn was man auf dem Röntgenbild sieht, haben letztlich alle älteren Leute. Und dann gibt es Red Flags und dann würde man abweichen. Also das ist etwas, wo wir in Deutschland Leitlinien haben. Es gibt von der WHO eine solche Leitlinie und da können Sie sich informieren, welche Evidenz es für bestimmte Verfahren gibt. Und typischerweise werden da auch Verfahren mit evaluiert, von denen man vorher schon weiß, dass die Evidenz nicht so dolle ist. Ja, also auch bei der deutschen nationalen Versorgungsleitlinie und auch jetzt bei der WHO-Leitlinie sind auch zum Beispiel alternativmedizinische Verfahren abgefragt worden. Und dann finden Sie in der Leitlinie aber auch eine Zusammenfassung des Konsensgrades, ob sich diese Gruppe von Akteuren eher dafür, eher dagegen ausgesprochen hat. Und wenn es richtig gemacht wird, würde die Empfehlung immer nur schwach ausgesprochen werden, wenn man keine Evidenz zur Verfügung hat. Und dann können Sie sich überlegen, was kann ich denn überhaupt von denen? Sie können ja nicht alle Verfahren anbieten. Welches der Verfahren kann ich? Und würde ich jetzt meine Patientin dort hier einordnen? Und dann können Sie sich überlegen, in welche Richtung Ihre Entscheidung geht. Es sind Hilfsmittel für die Entscheidung. Und auch in der Politikberatung, es sind Hilfsmittel für die Entscheidung der Politik. Wir behaupten nicht, dass wir alle Aspekte berücksichtigen und wir wollen auch nicht da die Entscheidung treffen. Das sollte man trennen. Die Entscheidung ist für den Einzelfall zu treffen und die Leitlinien sollen dabei helfen, das eben evidenzbasiert tun zu können. Ja, so ist das gedacht. Wie gut das in der Praxis funktioniert, müssen Sie sagen. Nils, ist dein Thema. Also einige Leitlinien enthalten zu viele Aussagen. Das haben wir jetzt auch gerade. Also der Prozess wird auch kontinuierlich optimiert. Es gibt ja die Kurzfassung dann und es gibt dann eine Patientenversion. Wir extrahieren jetzt auch zunehmend Fragen für die Forschung und versuchen das dann den Forschungsförderern nahezubringen, dass hier Lücken sind, die wir jetzt nicht persönlich, sondern die wir evidenzbasiert identifiziert haben und auch Aussagen für die Lehre, dass man sieht, wo muss sich dann die Lehre, die Ausbildung ändern. Für Fortbildungsveranstaltungen gab es ja schon gemeinsam klug entscheiden, so einige Prozesse. Das wird kontinuierlich optimiert. Und auch wenn Sie jetzt Hinweise haben, was die Praxistauglichkeit verbessern könnte, bitte äußern Sie die. Ja, das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist ein lebendiger Prozess. Und wenn das Dissolve-E-Projekt funktioniert, dann wird die Geschwindigkeit in diesem Prozess eben halt auch noch ein bisschen erhöht und hoffentlich auch die Nutzerfreundlichkeit. Also ich beschäftige mich ja auch hier in einem Forschungsprojekt an der Alice-Salomon-Hochschule hier in Berlin mit einem Projekt zum Thema Leitlinienadhärenz in der Physiotherapie. Und da, also gibt es auch viel Forschung aus anderen Ländern, die eigentlich zeigt, dass so also die größte Barriere mit Sicherheit die ist, dass zu wenig physiotherapie-spezifische Informationen in die Leitlinien mit aufgenommen werden. Das ist natürlich so ein bisschen auch durch in Deutschland durch die politische Stellung der Physiotherapie
beeinflusst. Und ich glaube aber auch, genau das, was Sie gesagt haben, die Zeit, mit der ich quasi an die Informationen komme. Also das ist, denke ich, auch nicht unbedingt zu erwarten von KlinikerInnen, dass man sich noch 100 Seiten Leitlinien nach dem Feierabend durchliest. Das ist mit Sicherheit eine große Barriere. Deswegen ist diese schnelle Verfügbarkeit ja auch etwas, mit dem wir uns genau beschäftigen bei uns im Forschungsprojekt. Und ich glaube, da wäre genau so eine Digitalisierung, ein gutes Register da auf jeden Fall sehr nützlich, auch in der Physiotherapie. Vielleicht als Kommentar so an Ihre Mitglieder. Ich wahrnehme, ist die Pflege ist politisch deutlich besser positioniert als die Physiotherapie. Und ich würde aber gar nicht sagen, dass die einen wichtiger sind als die anderen. Also ich denke jetzt gerade bei der Altenpflege in dem Bereich, da ist die Pflege tatsächlich an vorderster Front. Aber wenn ich jetzt eben halt an, nehmen wir wieder ein Beispiel, den chronischen primären Rückenschmerz denke, da ist natürlich die Physiotherapie an vorderster Front zusammen mit Psychologie, Psychoedukation und dann sehr gezielt in einigen Stellen verschreibungspflichtige Medikationen und eben halt sehr viel Eigeninitiative dann der betroffenen Personen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Sollen wir mal zur zentralen Sensibilisierung übergehen? Ja, das wollten doch einige wissen von mir. Ich glaube, das ist gut, wenn wir da mal hinübergehen, auch wenn wir jetzt über das Thema noch lange sprechen könnten. Ja. Genau, also wir haben uns vorgenommen, über zentrale Sensibilisierung zu sprechen. Und Sie sind da 2022, glaube ich, ausgezeichnet worden mit dem John Bonnicker Award. Das ist vielleicht auch ganz interessant mal zu hören für Physiotherapeutinnen. John Bonnicker, meines Wissens nach einer der Begründer der IASP und ich denke, es ist einer der renommiertesten Auszeichnungen, die man so überhaupt bekommen kann im Schmerzbereich. Würden Sie das auch so sehen? Ja, auf jeden Fall. Das hat mich auch sehr gefreut. Also John Bonnicker hat tatsächlich die Gründung der IASP betrieben. Tatsächlich die Leitung der Gesellschaft hat er dann nicht selbst übernommen, sondern das war Madame Albe Fessar. Wir haben danach lange Zeit keine Präsidentin gehabt, aber die erste Leitung war tatsächlich eine Frau, eine Forscherin aus Frankreich, die eben halt auch zu diesem Kontext, also Bonnicker, klinisch tätiger Anästhesist, damals sehr viel interventionelle Medizin, dann Grundlagenforschung von vornherein dabei und es waren von vornherein auch Psychologen dabei. Physiotherapeuten, weiß nicht, ab wann die da zurückkommen sind. Aber das ist insofern eine großartige Auszeichnung, die man da bekommen kann. Sie ist verbunden mit einem Hauptvortrag gleich zu Beginn des Internationalen Schmerzkongresses, der damals in Toronto war. Jetzt dieses Jahr im August ist der nächste Kongress dann in Amsterdam. Ist also etwas leichter erreichbar, auch mit der Bahn, wenn die nicht gerade streikt. Und da hatte ich dann als Thema gewählt immer zentrale Sensibilisierung. Das hat verschiedene Gründe. Ich kam eigentlich eher von der peripheren Sensibilisierung her und hatte dann während meiner Zeit bei Johns Hopkins die Aufgabe bekommen, einen Übersichtsartikel zu schreiben über periphere und zentrale Sensibilisierung. Die Arbeitsgruppe von Jim Campbell, Dick Meyer und Srinivasa Raja war sehr bekannt auf dem Gebiet und die kriegten so jährlich mehrere Aufforderungen zu Übersichtsartikeln und da ging das Reihe um, wer denn verfassen sollte. Und ich habe dann schon so ein bisschen versucht, das EBM-mäßig aufzuziehen und habe dann versucht, nach mechanischer und thermischer Hyperalgesie auch die Negativbefunde mal zu finden. Die sind ja auch heutzutage nicht ganz leicht zu finden. Aber wenn eben halt eine publizierte Studie auch einen Negativbefund drin hat, dann kann man den extrahieren. Und hatte dann letztlich so Kernaussagen formuliert, dass nämlich die periphere Sensibilisierung sehr gut eine Überempfindlichkeit gegenüber thermischen Reizen erklärt, aber praktisch nicht gegenüber mechanischen. Es gab nur ein Beispiel von einem Kollegen, den wir auch zitiert haben, der hat mir aber hinterher erzählt, das glaubt er war ein Artefakt von Bias, weil der Experimentator nicht verblindet war. Und dann hatten wir da geschrieben, zentrale Sensibilisierung erklärt ziemlich gut die mechanische Überempfindlichkeit. Und noch das zweite war ein räumliches Kriterium bei einer Verletzung. Die Verletzung selbst oder auch eine OP-Wunde selbst ist thermisch Überempfindlichkeit und die Umgebung überhaupt nicht. Also auch abgesehen von so einem Millimeter ringsherum. Während die Umgebung so 10 Zentimeter entfernt massiv überempfindlich wird gegenüber mechanische Reize. Und das ist ganz interessant, dieser Übersichtsartikel ist jetzt schon über 30 Jahre alt und wird immer noch zitiert, weil er einfach konzeptuell diese periphere und zentrale Sensibilisierung mal auseinander dividiert hat und auch Hinweise gegeben hat, wie man die unterscheiden kann.
experimentell und klinisch. Und mein eigenes Forschungsinteresse dann aus praktischen Gründen ging, also ich habe mich mit beiden befasst, primäre Hyperalgesie dann eher auf zellphysiologischer Ebene und im klinischen Kontext dann mehr eine zentrale Sensibilisierung. Wollen Sie den Begriff an sich vielleicht nochmal definieren für unsere Zuhörer, Zuschauer? Es gibt nämlich da zwei Sachen. Erstens, was ist zentrale Sensibilisierung? Und zweitens, es gibt mindestens drei davon. Das ist alles andere als ein einheitliches Phänomen. Zentrale Sensibilisierung bezieht sich auf den Verstärkungsfaktor einer Nervenzelle im zentralen Nervensystem vom Eingangssignal zum Ausgangssignal. Wenn ich also über zentrale Sensibilisierung reden möchte, dann muss ich irgendwie über eine bestimmte Nervenzelle reden, muss wissen, was ist ihr Eingangssignal und was ist das Ausgangssignal. Und typischerweise kennt man alles davon nicht so genau, sondern man macht indirekte Schlüsse. Auch in Experimenten in reduzierten Systemen, also Tierexperimente, zelluläre Experimente. Ein Beispiel wäre jetzt Rückenmark, ist die erste Station. Ich hatte ja gesagt, es gibt drei Ebenen der zentralen Sensibilisierung. Wenn man von der Peripherie kommt, das erste zentrale Neuron ist im Rückenmark. Dann eine wichtige Station ist die Kontrolle des Rückenmarks durch den Hirnstamm. Und dann Schmerz ist kein Schmerz, wenn nicht das Gehirn beteiligt ist. Der Hirnstamm ist auch Teil des Gehirns. Mit Gehirn meine ich in diesem Fall dann die Hirnrinde. Und wenn wir jetzt mit dem Rückenmark beginnen, wenn man jetzt eine Ableitung macht von einem Rückenmarksneuron und misst dessen Ausgangssignal, dann weiß ich, welches Neuron ist das, was ist das Ausgangssignal. Aber schon die Rückenmarksphysiologen irren sich, wenn sie glauben, sie kennen das Eingangssignal. Wenn Sie mich die Peripherie reizen, wird die ja kodiert durch die Peripherie. Und Sie bekommen nicht den Reiz. Ja, man reizt niemals das Rückenmarksneuron, wenn man peripher reizt. Der Reiz wird kodiert durch die Peripherie. Und wenn jetzt die Peripherie aber sensibilisiert wird oder habituiert, dann kommt nicht das beim Rückenmarksneuron an, was man peripher losgeschickt hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Und da gibt es viele Artefakte in der Literatur, dass man, wir haben jetzt eine spinale Sensibilisierung gegenüber Hitzereizen. Wenn man zum Beispiel eine Verbrennung setzt, eine Verbrennung macht eine massivste Sensibilisierung peripher. Und wenn man dann einen leichten Testreiz gibt, dann kommt ein massiv verstärktes Signal im Rückenmark an. Und das hat seinen ganz normalen Verstärkungsfaktor. Und es kommt natürlich ein massiv verstärktes Signal raus. Aber es liegt nicht am Rückenmarksneuron, sondern an dem peripheren Input. Das ist der eine Punkt. Und tatsächlich ist für die spinale Sensibilisierung immer noch nur ein Modell komplett untersucht. Nämlich mit Input-Signal, Output-Signal und dann auch der Konsequenz für die Wahrnehmung. Und das ist tatsächlich die sekundäre Hyperalgesie in einem Modell einer Verletzung durch Injektion von Capsaicin. Das war Bob Lamotts Gruppe, Bill Willis Gruppe, zwei berühmte Gruppen. Die einen kamen mehr von der Peripherie, die anderen mehr vom Rückenmark. Beide waren interessiert auch an Psychophysik, wie sich das anfühlt. Und haben längst bevor man den Capsaicin-Rezeptor kannte, das ist publiziert 6 Jahre davor, einfach Capsaicin-Injektion als Modell einer Verletzung genommen. Heutzutage wissen wir, sie aktivieren die TRPV1-positiven Neurone und modellieren eine Verletzung. Und dann haben sie geguckt, in der Umgebung ändert sich die periphere Kodierung. Nein. Und diesen Negativbefund haben sie geschafft zu publizieren. Das war schwierig 1991. Das war aber eine Serie von Papers. Sie haben nämlich gezeigt, es verändert sich die Wahrnehmung dieser Reize. Ja, die taktilen Reize dort sind plötzlich schmerzhaft oder stärker schmerzhaft. Aber die Peripherie kodiert es nicht. Und dann kam das nächste Paper, das dritte dazu, die Rückenmarksneurone, und zwar alle Sorten, die man da so kannte, weiter in Grange, wie auch nozizeptiv-spezifische, die reagieren verstärkt auf diesen peripheren Reiz. Und da man weiß, dass das Signal, was die Spinalneurone bekommen, nicht verstärkt ist, muss die Verstärkung dort spinal passieren. Und der dritte Punkt, das habe ich erst von Jürgen Sandkühler gelernt, der mal einen tollen Artikel geschrieben hat und gesagt hat, eine Sensibilisierung eines hemmenden Neurons macht weniger Schmerz. Das ist tatsächlich bei Schmerz nicht gut untersucht, aber bei Angst und dem Mandelkern ist das sehr genau untersucht. Da gibt es hemmende und fördernde Pfade. Man muss aufpassen, eine Langzeitpotenzierung eines hemmenden Pfades macht eine Langzeithemmung der Angst. Ja, das, so ist unser Nervensystem aufgebaut. Wir haben auch wahrscheinlich sogar mehr hemmende als fördernde Signalwege. Und da muss man immer gedanklich mitkommen, wenn man jetzt eine Hemmung hemmt, dann ist es wieder eine Förderung und so weiter und so fort. Und deswegen ist dieser dritte Punkt wichtig.
Es könnte im Rückenmark ja eine Förderung von Zellen geben, die im Sinne von Gate Control oder irgendwelchen Sachen eine Hemmung des Schmerzes machen. Ja? Da kommt nicht mehr Schmerz raus, sondern weniger. Und deswegen ist dieser psychophysische Teil, den ich lange etwas unterschätzt hatte, auch so wesentlich. Es ist eben halt im selben Modell auch gezeigt worden, es kommt mehr Schmerz raus. Also für die zentrale Sensibilisierung, der Input ist unverändert, der Output der Spinalneurone ist verstärkt und es kommt sogar mehr Schmerz raus. Das war die spinale Sensibilisierung. Wollen Sie noch mehr hören über die nächsten beiden Ebenen oder wollen Sie jetzt die nächste Frage stellen? Ja, wenn wir das einmal vollständig abbilden wollen, gut, dann mache ich weiter. Die nächsten Ebenen noch mit. Ja. Ja. Ganz wichtig, die IASP hat ja zentrale Sensibilisierung definiert als dieses verstärkte Ausgangssignal. Und dazu gibt es eine Fußnote. Und in der Fußnote steht, dass diese Verstärkung auch dadurch zustande kommen kann, dass man entweder eine bestehende Hemmung aus dem Hirnstamm wegnimmt oder eine Förderung aus dem Hirnstamm dazukommt. Das heißt, so mit Blick auf die Rückenmarkssignalverarbeitung steht in der Fußnote bei der IASP, können Sie gerne auf der Webseite nachlesen, der Hinweis, dass es absteigende Kontrollen gibt. Und tatsächlich beruht zum Teil der Placebo-Effekt auch auf einer Verstärkung der Hirnstammhemmung, sodass das Rückenmark dann einfach weniger Signale ans Gehirn schickt und dann haben wir weniger Schmerz. Also Hirnstamm ist eine sehr wichtige Ebene. Die ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man am Albe Fessar beteiligt war, aber definitiv Daniel Lebar in Paris und Tony Dickinson in London waren so wichtige Protagonisten, die die Hirnstammkontrolle untersucht haben. Lange Zeit hat man die hemmenden Signale dort im Vordergrund gesehen. Das hieß dann Diffuse Noxious Inhibitory Control, DNIC abgekürzt. Und jetzt, weil wir auch auf die klinischen Aspekte eingehen wollen. Das Interessante dabei ist, die heißen diffus, weil diese Hirnstammneurone praktisch die Signalverarbeitung vom ganzen Körper beeinflussen. Das Lustige ist, deszendieren heißt, selbst die Signalverarbeitung aus dem Gesicht, die im Trigeminus verarbeitet wird, ist beeinflusst durch diese deszendierenden Kontrollen, obwohl die Verschaltung im anatomischen ein bisschen anders aussieht. Und das führt zu einer interessanten Konsequenz. Wenn nämlich diese deszendierende Hemmung ausfällt, dann müsste sich die Schmerzempfindung im gesamten Körper verändern. An welche Krankheit würden Sie dabei denken? Fibromyalgie zum Beispiel? Ganz genau. Und zum Beispiel Eva Kosek in Schweden hat mal untersucht, wie ist das denn bei Fibromyalgie-Patientinnen mit der deszendierenden Hemmung? Und hat festgestellt, jawohl, die ist ausgefallen. Und hat gesagt, vielleicht liegt das ja daran, die sind insgesamt empfindlicher. Und hat die Gate-Control Hemmung getestet. Die Gate-Control-Hemmung ist völlig normal bei ihren Patientinnen gewesen. Das heißt, man kann, die Gate-Control-Hemmung ist extrem lokalisiert. Und dadurch kann man es unterscheiden. Wenn wir also etwas sehr Lokalisiertes haben, würde man eher spinal denken. Wenn es den ganzen Körper betrifft, würde man klinisch eher mal an den Hirnstamm denken. Und jetzt muss man sagen, lokalisiert ist es schwer zu definieren, denn ich hätte eben von Verletzungen der sekundären Hyperalgesie gesprochen. Es gibt einen Ausbreitungsmechanismus im Rückenmark, der hat auch nichts mit Segmenten zu tun, der die Umgebung betrifft. Bei sekundärer Hyperalgesie nach einer Verletzung ist ein gutes Modell. Da breitet sich die Hyperalgesie so ein bisschen aus. Bisschen an der Hand ein paar Zentimeter, am Rücken wahrscheinlich 10 Zentimeter oder Bauchwunden und so OP-Wunden gerne 10 Zentimeter, aber eben halt nicht über den ganzen Körper. Ja, sondern das ist so die Umgebung. Das heißt, diese Rückenmarksmechanismen machen schon eine leichte Ausbreitung, aber eben nur leicht. Und der Hirnstamm kann jetzt eben halt den gesamten Körper betreffen. Jetzt wird es klinisch etwas kompliziert, wenn ich nämlich, ja, wodurch wird jetzt die Hirnstammhemmung ausgelöst? Es gibt nämlich leider auch eine Hirnstammbahnung. Und die wird häufig auch durch schwerere Verletzungen ausgelöst und auch bei Nervenschmerz. Das war hinterher ein Beitrag von Tony Dickinson. Es gibt also Situationen, wo etwas aus der Peripherie kommt und diese Hirnstammmechanismen aktiviert. Das heißt, der Startpunkt liegt in der Peripherie. Und ich kann es aber weder Peripherie noch spinal komplett erklären, sondern ich muss den Hirnstamm mit einbeziehen. Und umgekehrt wird der Hirnstamm beeinflusst vom Gehirn, also vom Cortex. Und jetzt das Placebo-Beispiel ist ja sozusagen eine kognitive gelernte Beeinflussung und die benutzt, das haben Kollegen in Hamburg ja schon vor vielen Jahren gezeigt, zum Teil auch diesen Pfad über den Hirnstamm. Das heißt, im Einzelfall kann es sehr schwierig sein, aber konzeptuell finde ich es extrem wertvoll. Und das war der Inhalt dieser Bonica-Lecture,
gibt auch noch ein Interview dazu, was, glaube ich, immer noch im Internet verfügbar ist, was die ESP damals gemacht hat. Und wenn man einfach konzeptuell sagt, wir hätten von vier Sorten der Sensibilisierung die periphere, Kennzeichen ist Hitze. Die spinale, mechanische Überempfindlichkeit so in so einer Umgebung. Und dann die Hirnstammkomponente, wo der ganze Körper betroffen ist. Dann hat man schon ziemlich viel gefunden. Wer mitgezählt hat, merkt, ich habe gerade gemogelt. Ich habe peripher als drittes genommen. Das ist sozusagen Nummer 0. Ich sage, peripher ist Nummer 0, denn 1, 2, 3 zentral fehlt noch eine Ebene und das ist die Kortikale. Und da muss ich sagen, die Kortikale hatte ich in Vorträgen immer nur so dargestellt, dass ich gesagt hatte, ja, also die Hirnrinde kann den Hirnstamm benutzen und wenn sie es nicht macht, ist es vielleicht anders. Ja, die Frage. Dann habe ich jetzt gesagt, ich hatte ja ein halbes Jahr Zeit, mich vorzubereiten auf diesen Vortrag. Jetzt muss ich das nochmal ernsthaft machen. Und was wissen wir denn eigentlich über kortikale Mechanismen? Und habe da ein bisschen recherchiert, wirklich Plastizität innerhalb des Gehirns, Mechanismen der Langzeitpotenzierung. Und ich hatte auch selbst über kortikale Repräsentation des Schmerzes gearbeitet. Das ging auch noch auf meine Doktorarbeit zurück. Insofern fühle ich mich da ganz wohl in verschiedenen Hirnregionen und weiß auch, dass es im Grunde genommen keine schmerzspezifische Hirnregion gibt. Vielleicht hintere obere Inselrinde so ein bisschen, ist der beste Kandidat dafür, aber die meisten Hirnregionen, die Schmerzsignale verarbeiten, machen auch andere Sachen. Und das Interessante ist, die verarbeiten Motivation, die verarbeiten Ängstlichkeit, Emotionen, das limbische System ist beteiligt. Und man kennt ja die Komorbidität chronischer Schmerz mit Depressivität, mit Ängstlichkeit. Man weiß, dass alles mit Schlafstörungen verbunden ist, dass Schlafstörungen das auch verstärken können. Und das Interessante ist halt, dass ich auch Arbeiten gefunden habe, wodurch Langzeitpotenzierung mit Blick auf Schmerzverarbeitung dann in einer Hirnregion, in dem Fall war das die Insel, und das Zingulum, auch die Angstprozessierung verändert wurde. Und daraufhin habe ich mich dann dazu hinreißen lassen mit Kollegen und Kolleginnen aus meiner Arbeitsgruppe, die das eigentlich auch kritisch geprüft, aber auch nachvollziehen konnten, zu sagen, dass diese Komorbiditäten vielleicht ein klinischer Indikator sein können für eine Beteiligung der Plastizität, zentrale Sensibilisierung im Bereich des Kortex. Und zwar dann in limbischen Regionen, die nicht nur Schmerz machen, sondern eben auch andere Sachen. Und das wäre dann tatsächlich die dritte Ebene der zentralen Sensibilisierung. Und die Indikatoren wären dann eben halt Depressivität, Ängstlichkeit, auch das Katastrophisieren fällt in diesen Punkt mit hinein. Und das finde ich jetzt immer sehr interessant für den multimodalen therapeutischen Ansatz. Ich denke, man sollte immer gucken, ob man peripher was machen kann. Und da habe ich auch aus der Physiotherapie gelernt, ich habe leider den Begriff vergessen, dass so die in der Beanspruchung der peripheren Nerven vorliegen könnte und man das durch Mobilisierungsoperationen dann irgendwie wegbekommt. Das wäre schon noch peripherer Nerv, aber nicht die periphere Endigung. Dann auf spinaler Ebene könnte man natürlich versuchen, Hemmmechanismen durch taktile Reize, propriozeptive Reize, vielleicht Elektrostimulation und Ähnliches dann zu aktivieren. Man kann schauen, ob man die Hirnstammmechanismen nicht auch irgendwie modifiziert bekommt. Und man kann natürlich dann bewusst die Mechanismen, die hinterm Placebo-Effekt stehen, das sind nämlich zwei Sachen, nämlich einerseits Erwartung und zum anderen Erfahrung. Ja, indem man Erwartungen gezielt weckt durch Edukation, also nicht durch Irreführung, wie in manchen Studien, sondern einfach dadurch, dass man die Patienten ja auch informiert und dann dafür sorgt, dass sie nicht nur negative, sondern auch positive Erfahrungen machen. Ja, also da gibt es, denke ich, gute Ansätze, die stehen ja in der Literatur schon drin. Und mein Beitrag dafür könnte sein, zu helfen, das mechanistisch zuzuordnen. Und damit meine ich nicht einen einzelnen Signalweg, nicht Phosphorylierung hier oder da, kennt man auch, sondern einfach diese Ebene 0, Peripherie, Ebene 1, Rückenmark, Ebene 2, Hirnstamm und Ebene 3, dann die Großhirnrinde, immer im Kopf zu haben, bei den Dingen, die man macht. Und jetzt kommen wir zurück zu den Leitlinien und dann mal in den Leitlinien zu schauen, ob diese tollen Mechanismen, die man sich ausgedacht hat, auch funktionieren. Als Physiologe kann ich alles erklären und das Gegenteil auch. Ja, insofern muss man doch gucken, was empirisch funktioniert. Ja, sollen wir mal gucken. Sie hatten hier ein paar Fragen geschickt. Ich guck mal. Ja, ich habe, glaube ich, ja, habe ich auch.
Sie sind auf jeden Fall schon auf sehr viele Fragen jetzt, haben Sie sehr umfassend geantwortet. Ich fand das sehr schön, dass wir wirklich mal diesen Mechanismus auf den drei Ebenen so klar und in der Tiefe dargestellt haben. Was, wenn wir jetzt ein bisschen mehr nochmal in die Klinik gehen, ich denke mal, aus meiner Perspektive gibt es ja zentrale Sensibilisierung sowohl bei akuten als auch bei chronischen Schmerzen. Wollen Sie da vielleicht nochmal so ein bisschen drauf eingehen, inwieweit sich das bei den beiden unterschiedlichen Schmerzphänomenen unterscheidet? Über diese Frage freue ich mich sehr. Es gab eigentlich sehr gute Ansätze, so etwas wie zentrale Sensibilisierung bei chronischen Schmerzen zu identifizieren. Und wenn man jetzt wirklich diese oberste Ebene dazu nimmt mit den Komorbiditäten, dann scheint es ja wirklich Kernprozess für das zu sein, was man Chronifizierung nennt, wenn durch Lernprozesse tatsächlich ein chronischer Schmerz vielleicht zu einer Krankheit wird. Das hat aber dazu geführt, dass manche Leute glauben, zentrale Sensibilisierung sei etwas Pathologisches. Und das stimmt nicht. Deswegen freue ich mich sehr über die Frage. Zentrale Sensibilisierung ist absolut normal. Wenn man sich irgendwie verletzt, also ich habe mal Nudelwasser ungeschickt gegossen und dann einen Teil meiner Hand getroffen und dann war die ganze Hand mechanisch überempfindlich. Und das hat dazu geführt, dass ich die ganze Hand jetzt erstmal geschont habe. Und dann ein paar Stunden später passierten zweierlei Sachen. Ich habe gesehen, wo ich die Brandblasen hatte. Das waren zum Glück nur so ein paar. Und auch der ganze Rest um die Brandblasen herum war nicht mehr überempfindlich. Und das ist so bei der Brandblase selbst, war ich eine Weile empfindlich, das war die periphere Sensibilisierung, die erst durch den Entzündungsprozess abheilen musste. Das hat dann ein paar Tage gedauert. Aber diese zentrale Sensibilisierung ist nach ein paar Stunden weg. Und wenn man das auf Operationen bezieht, ist das im Grunde am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag weg. Auch diese Überempfindlichkeit um den Hautschnitt herum geht mit dieser Zeitkonstante weg. Aber es ist ganz, ganz wichtig, das ist völlig normal. Also das Vorhandensein einer zentralen Sensibilisierung ist keineswegs pathologisch. Und deswegen muss man aufpassen, das zu pathologisieren. Jetzt beim chronischen Schmerz, jetzt kämen wir zu den Merkmalen. Die spinale Sensibilisierung kann eben halt manchmal auch länger anhalten. Die normale spinale Sensibilisierung verschwindet. Ja, das ist die akute Plastizität. Aber wenn man dann nicht nur Modulation, sondern auch Modifikation im nozitativen System, also dem Teil des Nervensystems, was die Schmerzsignale da verarbeitet haben, dann kann auch die spinale Sensibilisierung länger aufrechterhalten werden. Ein Beispiel, was ich längere Zeit auch erforscht hatte, war bei Nervenschmerz. Da gibt es nicht immer, aber schon relativ häufig eine länger dauernde mechanische Überempfindlichkeit. Und manchmal eben auch eine dynamische mechanische Allodynie, dass leichte Berührungen schmerzhaft sind. Das Wort kommt übrigens daher, weil man bei dem chronischen Schmerz nach Gürtelrose, Pastus der Neuralgie, festgestellt hat, dieses Phänomen, leichte Berührung ist schmerzhaft. Und das sind uralte Befunde aus den wahrscheinlich 50er, 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und man hat damals gerade angefangen, die Nozizeptoren zu kennen und hat schnell festgestellt, das hat nichts miteinander zu tun. Und dann braucht man ein neues Wort. Und dann wurde ein Altphilologe in Toronto, glaube ich, beauftragt, ein Wort zu erfinden. Paul Potter wurde von Harold Mirsky beauftragt und hat das Wort Allodynie empfunden. Ein andersartiger Schmerz. Und das gibt es tatsächlich. Und das ist nach allem, was wir wissen, zurückzuführen auf eine spinale Überempfindlichkeit. Vielleicht auch ein bisschen verstärkt durch Hirnstammförderung, dann serotoninerge Hirnstammförderung, so wie die tierexperimentellen Befunde aussehen. Und dann ist das natürlich nicht mehr physiologisch. Das hat keinerlei Nutzen. Ja, also die Läsionen da sind abgeheilt, da muss man nichts schonen. Dann ist das immer nur noch eine bösartige Kraft, die John Bonica gesagt hat über den chronischen Schmerz. Und das wäre eben halt eine schöne spinale Sensibilisierung. Und dann auf der anderen Seite das, was durch diese zentrale Sensibilisierungsfragebögen abgefragt wird, zielt ziemlich stark auf die Komorbiditäten. Und wenn man die Komorbiditäten als Indikator einer kortikalen Plastizität auffasst, ist das auch richtig. Da kann man ja mit Imaging auch ein bisschen drauf gucken. Aber die Imaging-Leute machen den gleichen Fehler wie die Rückenmarksphysiologen früher. Die sehen, hier ist ein stärkeres Signal irgendwo, sagen wir, in der Insel. Und denken, die Insel macht mehr. Das ist überhaupt nicht gegeben. Es könnte sein, dass schon in der Peripherie das Signal verstärkt wurde, ja, und dass die Insel einfach mehr Input bekommt und dann macht sie mehr.
Da muss man höllisch aufpassen. Das versuche ich jetzt gerade auch den Leuten beizubringen, dass sie bitte Input-Output, das ist die Definition zentraler Sensibilisierung. Sie wollten ja wissen, das ist eine Änderung des Verstärkungsfaktors. Das heißt, wenn man in der Insulinde was findet, muss man zeigen, der Input ist gleich und der Output ist anders. Nur dann habe ich gezeigt, dass in der Insel was passiert. Und das ist verdammt schwierig. Es gibt Ansätze, ich habe es praktisch noch nicht probiert, mit welchen MR-Verfahren man das könnte. Aber es gäbe da schon so Ideen. Ja, das wäre dann der klinische Bezug. In der Tat, beim chronischen Schmerz gäbe es pathologische Varianten. Beim akuten Schmerz gibt es aber auch immer. Und es gibt auch immer die Ablenkungsmöglichkeit. Ja, wenn Sie überlegen, was macht man bei kleinen Kindern? Ja, dass Zucker hilft, also ein positiver emotionaler Reiz, hilft, diesen negativen emotionalen Reiz zu besänftigen. Warum ist eine süße Trinkflüssigkeit, das ist das beste Analgetikum. Das ist sicherlich eher ein kortikaler Prozess. Ne? Und andere Sachen sind dann Hirnstamm oder Hämatrophenmark. Eine Frage, die ich mir da manchmal stelle, wir hatten auch mit Hertha Flohr und in der letzten Folge auch mit Thomas Weiß nochmal über Reorganisationen gesprochen. Und da sehen wir ja zum Beispiel bei Rückenschmerzpatienten auch, dass sich dann zum Beispiel so das rezeptive Feld in der Kortexregion erweitert. Ist das dann quasi ein Symptom von zentraler Sensibilisierung so gesehen? Also ist das ein Zeichen, was man da finden kann? Dann? Ja. Das hatte ich schon lange auf der Liste, weil diese Befunde ja auch schon älter sind. Ich habe gesagt, kortikale Reorganisation gibt es ja. Und das wäre dann ein kortikaler Prozess, ist ja auch schon bevor Hertha Flohr gesehen hatte, dass das Gegenteil machte von dem, was vorhergesagt wurde. Es war nämlich die starken Reorganisierer, hat man früher mal gesagt, die haben wenig Schmerz. Das Gegenteil war der Fall. Man muss aufpassen, was man vorhersagt. Also die Reorganisation gibt es und ist sicherlich ein Mechanismus. Man muss nur jetzt gucken, wodurch wird diese Reorganisation betrieben und verselbstständigt sich die oder wird sie aufrechterhalten? Da ist das so, dass tatsächlich sich das fast nie verselbstständigt. Es gibt eine gute Meta-Analyse, die ist glaube ich von 2022 inzwischen, die geschaut hat, hat so ein paar hundert Studien, 700 Studien glaube ich analysiert, gibt es gute Studien, die zeigen definitiv, das hat sich verselbstständigt, da gab es keine. Gibt es gute Studien, die zeigen, es ist definitiv irgendwo ein aufsteigendes Signal da. Das waren vielleicht so 20 von denen. Und bei den meisten weiß man es einfach nicht. Ja, das ist eine sehr offene Frage. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht dogmatisch festlegt und sagt, zentral, wenn ich irgendeinen Hinweis habe auf zentrale Komponenten, dann ist die Hoffnung verloren, es kann peripher nichts passieren. Phantomschmerz, auch von Hertha Flohr, ja auch publiziert, dann viel später. Es gibt viele Phantomschmerzpatienten, die temporär von einer Lokalanästhesie profitieren. Das heißt, da gibt es immer noch ein gewisses Signal, was aus der Peripherie kommt. Und das Gehirn macht das nicht komplett allein, sondern es gibt so eine schlechte Allianz von leichtem, wahrscheinlich vermutlich leichtem peripheren Input, der dann eben halt zentral etwas aufrechterhält. Also es ist leider kompliziert, aber Therapeutinnen und Therapeuten sind ja kluge Leute und können diese Gedanken denn ja auch die ganze Zeit im Kopf haben. Und dann muss man es immer auf den konkreten Fall anwenden, nach der besten verfügbaren Evidenz und hinterher immer fragen, ob es geholfen hat. Ne? Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft dabei dann. Und dann bitte das publizieren. Das ist vielleicht auch noch ein Plädoyer. Ja, auch Fallserien kann man gerne publizieren, denn eine randomisierte Studie braucht immer eine Hypothese und eine Effektstärkenschätzung vorher. Ja, und die kriegen Sie nicht aus dem RCT, den gibt es ja erstmal noch nicht. Sie hatten vorhin schon auch so die Fragebögen zu zentraler Sensibilisierung erwähnt. Ja. Wenn wir noch ganz kurz einmal so Richtung Klinik schauen, können wir das feststellen, inwieweit zentrale Sensibilisierung oder ja diese zentralen Prozesse sich bei unseren PatientInnen da verselbstständigt haben, so wie Sie das gesagt haben, und daraus auch irgendwelche klinischen Entscheidungen ableiten? Ich bin ein großer Freund der körperlichen Untersuchung. Und ich glaube, Physiotherapeuten machen das vielleicht sogar mehr als Ärztinnen und Ärzte. Also im Studium lernen wir alle, nach der Anamnese, dem ärztlichen Gespräch, folgt die körperliche Untersuchung. Und in der allgemeinen Arztpraxis fällt die meistens aus. Da gibt es nur das Gespräch. Wenn man damit weit genug kommt, ist es ja auch in Ordnung. Fragebögen sind immer nur eine Formalisierung des ärztlichen Gesprächs. Und es ist sehr nützlich in der ärztlichen Praxis, Fragebögen vorab zu schicken, aber man sollte trotzdem nochmal nachfragen. Es gibt viele Fragen, die man missverstehen kann. Ja, wie ist Ihr durchschnittlicher Schmerz?
Da kann man sagen, ja, wenn er da ist, dann ist er im Durchschnitt 3. Aber hatten Sie Schmerzen? Nö, habe ich seit Jahren nicht gehabt. Ja, also egal, wie man am Fragebogen die Frage formuliert, sie kann immer missverstanden werden. Und egal, wie gut der Fragebogen validiert ist, das gilt ja nie für den Einzelfall. Ja, das ist dann für 95% meinetwegen gut und meinetwegen auch für 98%. Aber Ihr Patient kann ja zu den 2% gehören. Deswegen, das unterstützt das ärztliche oder das physiotherapeutische Gespräch. Ansonsten, wenn Sie etwas sicherer sein wollen, ob einer dieser Mechanismen vorliegt, dann machen Sie bitte eine Untersuchung. Sprich, für die Peripherie thermisch irgendein warmer Gegenstand, ja, Kaffeemaschine anstellen, irgendein Gefäß fühlen, die Kaffeetasse mal dagegen halten. Ist das jetzt sehr stark schmerzhaft, dann sagt man, vielleicht peripher. Dann, wenn es einfach so ist, mechanische Überempfindlichkeit gegen Berührung oder gegen so Nadelreize, also einen Zahnstocher oder was man doch immer gerade hat, oder das ist das Ende von so einem Watteträger. Und das ist auch noch in einem begrenzten Bereich, aber in dem begrenzten Bereich ist eigentlich nichts verkehrt. Dann könnte man ans Rückenmark denken. Wenn man jetzt mit den alten Tenderpoints, ich bin ein großer Fan geworden von den alten Tenderpoints, wenn man den Tenderpoint-Counter hat, hat viele Stellen, wo der Druck mit dem Daumen, der Daumennagel verblasst, schmerzhaft ist, dann spricht das dafür, dass irgendwo muskuloskeletal doch generalisiert durch den Hirnstamm etwas verändert ist. Und dann Depressivität und Ängstlichkeit, ja, es gibt natürlich die Fragebögen, aber die Psychologen oder die Psychiater, die klinischen Psychologen und Psychiater, die machen das ja auch nicht so, die Diagnostik, sondern die haben da immer standardisierte Interviews. Und wenn man jetzt nicht vom Fach ist, würde ich wahrscheinlich mit dem Fragebogen erstmal arbeiten, Sie als Physiotherapeuten vielleicht auch. Aber bei der körperlichen Untersuchung, da sollten Sie sich bitte nicht auf irgendeinen Fragebogen verlassen und auch nicht den Nervenschmerz mit DN4 oder Pain Detect detektieren, sondern sagen, es könnte vielleicht sein, aber machen Sie bitte den LASIK und machen Sie die anderen Dinge, die Sie können. Das würde ich Ihnen empfehlen. Ja, sehr spannend. Das finde ich nochmal ein paar sehr schöne klinische Takeaways. Ich weiß, dass Sie weiter müssen, aber eine letzte Frage haben wir noch so ein bisschen auf dem Zettel stehen. Sie haben sich ja auch sehr viel mit der Klassifizierung dann von Schmerzen beschäftigt. Und das schließt ja vielleicht auch dann so ein bisschen an die letzte Frage nochmal an. Inwieweit verändert denn das Wissen über zentrale Sensibilisierung da ja, unsere Art und Weise, wie wir Schmerzen klassifizieren? Gar nicht. Sie hatten ja gesagt, wo gibt es zentrale Sensibilisierung? Auch beim akuten Schmerz gibt es überall. Das heißt, wenn Sie jetzt kodieren wollten mit oder ohne zentrale Sensibilisierung, dann bekommen Sie damit nicht eine Diagnose raus, sondern es wäre eigentlich ein Zusatzcode, den man nehmen kann oder nicht. Und Zusatzcode ist jetzt ein wichtiges Stichwort, würde ich Ihnen auch mit auf den Weg geben. Im Moment haben wir die deutsche Modifikation von ICD-10. Und da ist für chronischen Schmerz wirklich 2008 ein Durchbruch erzielt. Den durfte ich zwar politisch begleiten, aber erfunden habe ich das definitiv nicht. F4541, der einzige Code ungefähr, den ich kenne, der chronische Schmerz mit somatischen und psychischen Faktoren. Ein super Kompromiss, mit dem man Menschen mit chronischem Schmerz wirklich sehr gut der Behandlung zuführen kann. War 2009 sofort die Hauptindikation, 2013 Mobilitätsrisikostrukturausgleich und so weiter und so fort. International sind wir jetzt aber seit 2019 weiter. Da haben alle Länder der Welt beschlossen, ICD-10 gibt es nicht, wird nicht mehr aktualisiert. Ja, das muss man sich mal vorstellen. 2019 war die letzte global gültige Fassung von ICD-10. Alle Länder modifizieren das jetzt noch, das diffundiert auseinander. Es gibt stattdessen ICD-11. Und ICD-11 ist aus zwei Gründen interessant. Zum einen, chronischer Schmerz ist ein eigenes kleines Kapitelchen. Und dort gibt es chronischen Schmerz als Krankheit. Das nennt sich dann chronischer primärer Schmerz. Und die WHO selbst hat die erste Leitlinie dazu gemacht, nämlich, Sie müssen nicht raten, chronischer primärer Rückenschmerz. So heißt die Leitlinie der WHO. Kurz vor Weihnachten ist die publiziert worden. Und die primären Kopfschmerzen sind da übrigens quer vernetzt. Ja, die sind da, werden weiter gepflegt durch die Kopfschmerzspezialisten, sind aber quer vernetzt. Der chronische Gesichtsschmerz, der war so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, der ist da jetzt auch besser behandelt. Und dazu gehört auch das komplexe regionale Schmerzsyndrom. Und es würden auch dazu gehören die primären viszeralen Schmerzen. Aber die Differentialdiagnose ist da relativ schwierig. Da gibt es, und das, der weitere Punkt ist, keiner wird in Zukunft Codes auswendig lernen. Die Codes von ICD-11 sind ein bisschen zu kompliziert, weil sie auch Extension-Codes haben. Und man könnte sich vorstellen, mit und ohne zentrale Sensibilisierung. Dann würde ich aber sagen, mit und ohne Periphere. Spinale, Hirnstamm oder Kortikale, würde ich da irgendwie fünf Level, also gar keine, oder die anderen in irgendeiner Kombination einführen. Aber es gibt Schweregrad. Schweregrad hat drei Dimensionen. Da
nämlich Schmerzstärke, dann die affektive, die emotionale Belastung und die funktionelle Beeinträchtigung. Und das ist kodierbar. Also wenn irgendjemand, und tatsächlich in Kuwait, Ruanda und ein paar anderen Ländern machen die das schon, ICD-11 verwendet, dann können sie den Schweregrad kodieren. Und das ist auch ein wichtiger Fortschritt, denn wir wünschen uns schon, dass der chronische Schmerz erkannt wird. Aber professionelles Management braucht man erst ab einem gewissen Schweregrad. Aber es ist ganz gut, wenn man es vorher schon erkannt hat, weil wenn es schlimmer wird, dann weiß man dann schon, Achtung, das ist es und nichts anderes. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir dort 6 weitere Bereiche von für Sie wichtig ist, chronischer sekundärer muskuloskeletaler Schmerz ist auch kodierbar. Und da hatten wir mal Diskussion mit den Rheumatologen, die sagten, mit ihren Biologika kriegen sie die Entzündung zwar weg, aber häufig bleibt der Schmerz. Und das Konzept ist jetzt das, dass wenn die starken Schmerz haben, die Empfehlung lautet tatsächlich, diese dreidimensionale Schweregrad, Stärke, affektiv und funktionell, schon zu kodieren. Und erstmal kriegen sie ihre primäre Behandlung. Wenn es gut ist, ist gut. Wenn es aber nicht gut ist, dann hat man das alles schon kodiert und dann würden sie immer noch chronischer sekundärer Schmerz sein, weil die Ursache war ja die rheumatoide Arthritis, aber sie würden dann vielleicht von Schmerztherapeuten behandelt und man würde sie nicht umkodieren als chronischen primären Schmerz. Und das ist jetzt noch relativ neu und da gibt es noch viele Diskussionen. Viele glauben, man müsste, wenn jetzt die Ursache weg ist und der Schmerz ist noch da, das einen primären Schmerz nennen. Nee, denn die Ursache war ja mal der Auslöser. Und diese Klassifikation liefert nur Kategorien, in die man einsortieren kann. Und wo der Patient landet, das hängt von dem Patienten ab und davon, wie die Therapeuten das machen. Und für Sie wichtig ist wahrscheinlich auch die Klassifikation der Funktionen ICF. Das ist verknüpft miteinander bei der WHO und das Ganze ist maschinenlesbar. Ja, also Sie können jetzt ein Computerprogramm schreiben, was die Kodierung nach ICD-11 macht. Wer es ausprobieren will, kann das Codierungstool aufrufen. Bei der WHO ist das nur Englisch, Französisch, Arabisch, Türkisch, Portugiesisch, also ein Dutzend Sprachen. Die deutsche Übersetzung ist im Moment nur beim BfArM Köln abrufbar, weil die Lizenzvereinbarung noch nicht unterzeichnet worden ist. Aber es gibt es auch auf Deutsch. Und da gibt es ein Codierungstool. Da können Sie als Freitext irgendwas eingeben. Und wenn Sie Glück haben, findet das Codierungstool das Synonym und sagt Ihnen, was der Code ist. Und das Ganze wird permanent aktualisiert, das heißt, die Zahl der Synonyme wächst und wächst und wächst. Es gibt jährlich neue Releases. Und wenn Sie es mal ausprobieren wollen, geben Sie einfach mal einen Begriff, der Ihnen wichtig ist, dort ein und schauen Sie mal, was im Code rauskommt. Und dann ist wird die Aufgabe im Gesundheitssystem sein, diesen Code mit der entsprechenden Therapie zu verbinden. Aber da ist das so, dass leider Deutschland als Staat zwar zugestimmt hat 2019, sich aber noch nicht überlegt hat, wann wir umsteigen. Wir haben schon eine Analyse gemacht. Für Schmerz ist die auch komplett, aber noch nicht für alles. Und dann kam die Pandemie und jetzt versuchen wir gerade, die Analyse mal zu komplettieren. Ich behaupte mal, der Vorlauf ist 4-5 Jahre und das dringend ist, denke ich, 4 Jahre muss reichen. Wenn sich irgendein Minister durchringen würde, sagen, in x Jahren machen wir das, dann wissen wir, 4 Jahre vorher müssen wir anfangen und wir wissen auch schon, was wir machen müssen, glaube ich, weitgehend. Das war ein bisschen gebiased. Ich bin da Teil des Prozesses, ja, bei der WHO und beim BfArM. Also da kann man auch eine andere Auffassung haben. Herr Reiter, vielen Dank. Sie hatten schon angedeutet, dass ich weiter muss. Ich glaube, das sollte ich jetzt auch machen. Ich hoffe, Ihre Hörer und aus der Physiotherapie oder vielleicht auch aus anderen Bereichen können damit was anfangen. Und wenn es Rückfragen gibt, bitte gerne an mich. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alle Links und so weiter findet ihr auch hier in der Podcast-Beschreibung natürlich. Und ja, vielen Dank an Sie und dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss.